Die mache ich selber. Ja, hallo ihr Lieben. Ihr seht schon im Hintergrund das tolle Bild. Also alle werden denken so, hey, ich wollte ja schon immer wieder mal an den Strand und das war dieses Jahr nicht möglich, aber wenn es so aussieht, dann glaube ich, will das auch keiner von euch. Und deswegen stehe ich hier. Mir geht es darum, euch zu sagen, was kann ich tun, damit es eben nicht so am Strand aussieht. Und damit das möglichst einfach als Einstieg ist, was kann ich eben tun, um meine Umwelt besser zu pflegen oder besser zu behandeln, habe ich mir halt überlegt, was kann man euch sagen, was möglichst einfach ist zum Einstieg. Ich habe schon vor ziemlich langer Zeit angefangen, mich damit zu beschäftigen, was kann ich tun, um eben meine Umwelt ordentlich zu behandeln. Und ich habe auch letztes Jahr auf dem Kongress schon einen kleinen Vortrag gehalten zu dem Thema, habe aber mich hauptsächlich an Büro orientiert, also an der Büroabläufen, was jetzt dieses Jahr, glaube ich, nicht so sinnvoll ist, weil die meisten von euch halt nicht im Büro sind, beziehungsweise im Homeoffice. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich fange einfach mit so einem Tagesablauf an und versuche mal, mich daran entlang zu handeln und verschiedene Beispiele zu finden, was ihr so ganz einfach und niederschwellig machen könnt, um eure Umwelt besser zu machen. Ich möchte nochmal vorausschicken, dass es so bestimmte Ansätze gibt, die ich halt verfolge und an die ich mich immer so entlanghangel. Das ist einmal der große Topic vermeiden, das zweite ist reduzieren, das dritte ist wiederverwerten, viertes reparieren, fünftes recyceln und als letztes kompostieren, wobei der wichtigste Punkt für mich ist, zu vermeiden. Wenn ich also jetzt am frühen Morgen anfange, nachdem ich aufgestanden bin, geht es ja mit der Hygiene im Bad los. Und da haben wir momentan das Problem, dass ja die meisten von euch wahrscheinlich irgendwelche Plastikverpackungen benutzen, um ihr Shampoo, ihr Duschgel etc. zu haben, um sich zu waschen. Ich kann euch empfehlen, auf Seife umzusteigen. Das ist ein einfaches Produkt, was ich größtenteils auch unverpackt kaufen kann oder zumindest in Verpackungen kaufen kann, die nicht so viel Müll produzieren. Was zum Thema Shampoo zu sagen ist, dass man da auch Seife benutzen kann. Das ist dann ein bisschen trickier, weil man erstmal umsteigen muss. Ihr dürft nicht vergessen, dass in den meisten Shampoos relativ viel Mikroplastik, Tenside oder Silikone drin sind, die eure Haare auf eine bestimmte Art und Weise ummanteln. Und der Umstieg auf Seife wird dann eine Weile dauern. Also sprich, wenn ihr euch eine Haarseife kauft, dann wird es halt eine Weile dauern, bis euer Haar sich daran gewöhnt hat. Das heißt, man muss da ein bisschen geduldig sein. Und ich möchte nicht verschweigen, dass die Menschen, die mit kalkhaltigem Wasser leben müssen, das Problem haben, dass sie dann mit einer sogenannten sauren Rinse nachspülen müssen. Also sprich, ich nehme ungefähr einen Esslöffel Apfelessig oder eben auch Zitronensäure. Ich habe mit Apfelessig bessere Erfahrungen gemacht und bringe das in ungefähr 500 Milliliter Wasser und nach dem Waschen mit der Seife wird es einfach damit gespült und man kann die Haare dann eben danach nochmal mit Wasser nachspülen oder es einfach drin lassen, der Essiggeruch verfliegt also innerhalb von Minuten, wenn die Haare dann trocknen. Was noch zu Zähneputzen zu sagen ist, das ist ein etwas schwierigeres Thema. Da habe ich ziemlich lange dran rumgepopelt, um eine Lösung zu finden, die relativ einfach und niederschwellig ist. Und ich bin mit den Ergebnissen, die ich da erzielt habe, noch nicht so zufrieden. Ich spreche jetzt davon, dass man eben die Zahnpasta, die natürlich meistens mit Mikroplastik, also weil da irgendwelche abrasiven Bestandteile in der Zahnpastatube drin sind und die Zahnpastatube natürlich aus Plastik ist, dass man die benutzt. Es gibt Zahnputztabletten und Zahnputzpulver, was man benutzen kann. Und das ist schon, finde ich, ein relativ heftiger Schritt rauszugehen, weil die Zahnputztabletten man erstmal so ein bisschen so einen Workflow finden muss, wie man damit umgeht. Das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig und ich hoffe, dass es da auch noch mehr gibt. Also ich habe zum Beispiel auch versucht, mir selber Zahnpasta herzustellen, indem ich Kokosöl genommen habe und Zahnputzpulver da reingerührt habe. Es ist kein schönes Ergebnis. Also wie gesagt, Zahnputztabletten nicht besonders toll, aber benutzbar.
Was das Problem bei den Zahnbürsten ist, dass man einfach schlecht Zahnbürsten bekommt, die entweder kein Plastik oder wenig Plastik beziehungsweise nachhaltige Rohstoffe oder sowas enthalten. Es gibt Bambuszahnbürsten seit einer ganzen Weile, die teste ich gerade noch, da kann ich nicht so viel dazu sagen. Ich bin semi zufrieden damit. Es gibt auch einen speziellen Ast sozusagen, den man benutzen kann, das heißt Mieswack. Das wird dann die Rinde abgeschnitten und man kann es dann benutzen als Bürste. Das Problem dabei ist, dass es sich nicht biegen lässt. Sprich im Klartext, wer einen kleinen Mund hat wie ich, kann sich nicht so besonders gut die Zähne putzen und erreicht einfach die Stellen nicht, die wichtig sind. Der nächste Punkt ist das Deo. Die meisten Deos sind natürlich nach wie vor in Plastikdosen, gerade die Roll-Ons oder Sprays etc. Da kann ich sehr gut empfehlen, mit Deo-Creme zu arbeiten. Die ist eben meistens in kleinen Dosen zu haben, die man wieder verwenden kann. Die Deo-Cremes haben eigentlich bei uns einen sehr guten Erfolg erzielt. Ich konnte selbst meinen Sohn davon zu überzeugen, dass er es benutzt. Das sollte ich vielleicht nicht sagen. Was als nächstes ist, wenn ich mich dann hinterher eincremen möchte, habe ich die ganzen Lotionen und irgendwelche Cremes, die es so gibt. Die sind natürlich auch alle in Plastikverpackungen und sind relativ easy zu ersetzen. Es gibt sogenannte Körperbutter oder Bodymelts. Und tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass man mit diesen Körperbuttern oder den Bodymelts den Vorteil hat, dass die Haut auch nicht mehr so viel Creme braucht. Also ich habe leider unter sehr trockener Haut und brauche eigentlich normalerweise sehr viel Creme. Und seit ich auf Bodymelts und Körperbutter umgestiegen bin, ist es einfach wesentlich besser geworden. Die bekommt man auch sehr gut, günstig zu kaufen, in einschlägigen Naturkostläden oder Bio-Supermärkten oder sowas. Aber mittlerweile gibt es die auch tatsächlich, ich habe sie schon gesehen, beim normalen Drogeriemarkt. Was zum Thema Peeling zu sagen ist, ist, dass zum Beispiel Reisbruch sehr gutes Peeling erzeugt und relativ einfach zu benutzen ist. Dann nochmal jetzt als Menschen, die sich schminken möchten und das hinterher wieder abkriegen möchten, ist zu sagen, diese ganzen Wattepads, was es da so gibt, ist natürlich nicht besonders nachhaltig. Und es gibt mittlerweile bei kleineren Shops oder kleineren Erzeugern zum Beispiel gehäkelte oder gestrickte kleine Pads, die man dann eben waschen kann und damit eben auch wiederverwenden. Der nächste Punkt, zu dem ich kommen möchte, ist dann das Frühstück. Das ist nur ein kleiner Punkt erstmal. Da geht es dann schon in zwei verschiedene Richtungen. Es geht einmal darum, wenn ich zum Bäcker gehe und mir da was hole, zu versuchen, zu vermeiden, dass ich mir dann extra eine Bäckertüte geben lasse. Es gibt ja momentan den Trend, in den Bio-Supermärkten oder überhaupt in den Supermärkten auf Papiertüten umzusteigen. Und man muss halt einfach ganz klar sagen, eine Papiertüte ist nicht besser als eine Plastiktüte. Im Gegenteil, sie braucht noch mehr Wasser in der Produktion und ich muss Holz dafür benutzen. Das sind alles Sachen, die sind nicht gut. Das heißt im Klartext, es ist auf jeden Fall sinnvoll, dahin zu gehen, dass man alle Tüten so oft, wie es irgendwie geht, wiederverwendet. Also bei uns ist es wirklich so, dass die Plastiktüten, die wir verwenden, auch nochmal kurz gedreht und kurz abgeputzt werden. Beziehungsweise es wird auch ganz klar draufgeschrieben und unterschieden, was verwende ich. Das ist für die Kartoffeln, das ist für die Möhren, das ist für die Brötchen etc., sodass man von vornherein dann schon immer einfach eine Brötchentüte dabei hat und dann kann man einfach Brötchen mitnehmen. Das ist noch schwierig in den Läden, weil die Menschen teilweise sehr, wie ich kann Ihnen das jetzt nicht so geben, gerade in den Pandemiezeiten. Es ist wahrscheinlich dann erst danach wieder sinnvoll, da weiter vorzugehen. Wenn ihr Tee oder Kaffee, gerade bei Kaffee to go kauft, ist es halt sinnvoll zu gucken, dass ihr wirklich einen Pfandbecher benutzt, einen mitbringt. Es gibt auch schon einige Supermärkte, die haben Pfandsysteme, wo man sich einen Becher für 1 Euro oder so kaufen kann und den dann wieder verwenden kann. Ansonsten zum Thema weiteres Essen, also wenn man keine Brötchen oder sowas zum Frühstück isst, ist es natürlich sinnvoll zu sagen, um den Tag möglichst lange noch bis zum Mittagessen rauszuzögern und nicht irgendwie dann gleich schon wieder dazwischen drin was Süßes zu snacken. Es ist sinnvoll, ein Brei oder ein Müsli zum Frühstück zu essen mit zum Beispiel Nüssen oder getrocknetem Obst oder frischem Obst, je nachdem. So, dann jetzt zum Arbeiten. Also wenn ich dann gefrühstückt habe und zum Arbeiten entweder ins Büro gehe oder eben zu Hause arbeite, was sehr gut hilft und was bestimmt alle von euch schon gehört haben, ist die Heizung um 1 Grad runterzudrehen.
Das ist erstmal gewöhnungsbedürftig und man muss sich dafür definitiv einfach mal ein bisschen wärmer anziehen. Und das sage ich jetzt, wo ich hier auf der Seabase stehe mit 1000 offenen Fenstern, um eben der Pandemie die Rechnung zu zollen. Und es hat irgendwie, keine Ahnung, 10 Grad oder so und ich habe einfach 2 Pullover an. Also man gewöhnt sich dran und vor allen Dingen, was ich jedem empfehlen möchte, ist dann wirklich, steht einfach jede Stunde auf und bewegt euch. Tatsächlich einfach mit rausgehen etc. Dann hat man auch nicht mehr dieses krasse Frier-Feeling, sodass man irgendwie das Gefühl hat, ich erfriere jetzt gleich. Wenn ich 3 Stunden am Tisch sitze und mich nicht bewege, friere ich natürlich wesentlich leichter und schneller. Was ich noch empfehlen kann, ist halt auf jeden Fall den Stromverbrauch zu reduzieren. Ich meine, das ist das größte Problem und ich glaube, das ist für uns alle, die viel am Rechner sitzen und viel da machen, die größte Schwierigkeit und die größte Herausforderung. Was ich halt sagen kann, was ich gemacht habe, ist einfach zu versuchen, dass man viele Geräte nicht auf Standby lässt, sondern halt wirklich einfach ausmacht. Also speziell abends oder beim Mittagessen, wenn man weiß, dass man eine Stunde Pause macht, dann kann man den Rechner einfach tatsächlich ausschalten oder zumindest auch den Monitor. Was immer wieder auch vergessen wird oder was, glaube ich, ganz schwierig ist für viele, daran zu denken, so, wenn ich das Licht überall brennen lasse, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich dann halt den Nachteil habe, dass es einfach mehr Strom verbraucht. Also wir haben zum Beispiel tatsächlich jetzt in der Weihnachtszeit seit ein paar Jahren nur noch Solarlichter, die wir dann eben aufstellen und dann haben wir Licht von der Sonne und müssen kein extra Licht für die Lichterkette zu Weihnachten aufbauen. Genau. Was noch ein großes Thema ist beim Arbeiten, ist einfach, wenn ich kopiere oder drucke. Erstens, natürlich immer überlegen, muss irgendwas wirklich gedruckt werden? Kann ich das nicht irgendwie mit einem digitalen Tool bearbeiten? Es gibt so viele tolle Tools, die man benutzen kann, wo man auch seine, wie meine, etwas technikfeindlichere Chefin dafür überzeugen kann, dass man diese Dinge benutzt. Und wenn ich schon ausdrucke, dann benutzen wir zum Beispiel hauptsächlich Recyclingpapier, was natürlich so ein bisschen schwieriges Thema ist, weil die Menschen, die die Drucker warten, mir schon öfter gesagt haben, dass die Drucker darunter leiden. Ich konnte es jetzt noch nicht verifizieren, aber da bleibe ich auf jeden Fall dran. Das ist so die Frage, leidet der Drucker eben unter dem Recyclingpapier oder nicht? Dann natürlich das Papier beidseitig bedrucken, schwarz-weiß. Und wenn es geht, also wenn ich Sachen habe, die größer sind, 2 Seiten auf eine Druckseite. Dann, was wir noch machen, ist einfach alles bedruckte Papier, was nicht DSGVO-konform gelagert werden muss, kann man eben auf der freien Seite als Schmierpapier benutzen. Das hat auch nochmal den Vorteil, dass man, also bei uns im Büro ist es so, alle nochmal genauer darauf achten, was ist denn DSGVO-konform und was nicht. Nur mal so nebenbei. Was noch ein Punkt ist beim Arbeiten, ist halt zu überlegen, so brauche ich jetzt das neueste Gerät, kann ich das vielleicht gebraucht kaufen, kann ich es nochmal reparieren, lohnt es sich und halt nicht immer den heißesten Scheiß sich in die Bude zu stellen, das nur so nebenbei. Dann, wenn ich zum Mittagessen komme, ist natürlich ganz klar, ich versuche selbst zu kochen. Jetzt kommt natürlich der Einwand, ja, aber wenn ich alleine bin, dann lohnt sich das doch nicht, dann ist es doch viel schlechter, als wenn ich mir was zu essen hole. Das auf jeden Fall. Was ich halt empfehle, ist im Prinzip vorzuplanen und vorzubereiten und tatsächlich sich hinzustellen und zu sagen, okay, es ist Samstag, Sonntag, dann koche ich was Schönes für mich und mache mir einfach mehr. Dann lohnt sich das viel mehr. Der Verbrauch, den ich an Strom oder an Gas habe, lohnt sich einfach mehr. Und dann kann ich mir halt überlegen, so, okay, gut, ich friere dann einfach einen Teil ein. Okay, einfrieren ist jetzt nicht gerade die energieärmste Art und Weise, was zu konservieren. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe versucht, zum Beispiel Zucchinisuppe oder sowas einzukochen und dann in Gläser zu verschließen. Das ist nicht so einfach. Also ich würde empfehlen, weil das einfach auch niederschwelliger ist, die Dinge erstmal einzufrieren in kleineren Dosen, sodass ich das dann mitnehmen kann, wenn ich ins Büro gehe oder wenn ich eben zu Hause bin, dass ich das machen kann. Was ich noch empfehlen kann, ist auf jeden Fall, wenn ich schon irgendwo hingehe und mir was zu essen hole, was ja momentan eher schwierig ist, aber auch machbar, dass ich dann halt einen Behälter dabei habe. Jetzt in der Pandemiesituation sagen natürlich viele, nö, das geht nicht, ich kann dir nichts in deinen Behälter machen, no way. Wir werden auch wieder andere Zeiten erleben und dann geht das wahrscheinlich wieder.
Und ansonsten, was ich noch empfehlen kann, ist auf jeden Fall, sich halt möglichst nochmal frisches Obst mitzunehmen oder auch getrocknetes Obst, um das dazwischen drin zu essen oder eben am Ende des Mittagessens tatsächlich den Süßkram zu futtern. Das ist erstens gesünder für die Zähne und zweitens hast du dann später diesen Hieper nicht mehr, dass dann irgendwie 2 Stunden nach Mittagessen so, oh, ich muss jetzt unbedingt noch was Süßes hinterher schieben. Was, wie gesagt, es ist halt extrem wichtig, sich zu überlegen, was koche ich, was mache ich. Und was mir beim Mittagessen noch wichtig ist, ist einfach zu sagen, versucht wirklich saisonal zu kochen und am besten, wenn es geht, regional natürlich oder eben auch bio. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, oh, saisonal, dann gibt es ja im Winter nur noch Kohl. Das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern ich kann im Winter auch nochmal Sachen bekommen, die tatsächlich jetzt auch wachsen, auch durch den lustigen Klimawandel, den wir so haben, wo dann einfach Sachen wachsen, die sonst nicht mehr im Winter gewachsen sind. Also es gibt Feldsalat, es gibt auch nochmal verschiedene Kohlsorten zum Beispiel, ganz klar. Und dazu natürlich kann ich eingeweckte Sachen holen oder was man auch noch machen kann, ist gut, wenn man fermentiert. Aber das ist schon wieder ein bisschen advanceder und nicht so niederschwellig. Aber es gibt mittlerweile tatsächlich in den Supermärkten auch fermentierte Sachen zu kaufen. So, ja, das sind so vom Tagesablauf entlang, was ich an regelmäßigen Dingen habe, bei der ich nochmal drauf achten muss, was ich so konsumiere. Und darum geht es im Endeffekt. Es geht immer ums Konsumieren. Das ist Lebensmittel und Drogerieartikel. Wenn ich die kaufe, also wie gesagt, was mitnehmen. Ich nehme meine Stofftüten mit, ich nehme eine Papiertüte mit. Ich habe zum Beispiel den Vorteil, dass es bei mir in der Stadt 3 Unverpacktläden gibt. Ich dachte, das ist eher so ungewöhnlicher und habe mich ein bisschen umgeguckt und ich habe festgestellt, dass es sogar in kleineren Orten Unverpacktläden gibt. Und ich habe dann auch mit Freunden gesprochen, die mir erzählt haben, sie haben das einfach mal ihrem kleinen Supermarkt um die Ecke erzählt und der hat tatsächlich dann auch ein kleines Fach eingerichtet, wo man sich unverpackt Lebensmittel holen kann. Und das finde ich schon ganz gut. Ansonsten kann ich halt empfehlen, zu versuchen, auf Wochenmärkte zu gehen, beziehungsweise ihr seid bestimmt, wenn ihr irgendwo hinfahrt, irgendwo mal an Bauernhof vorbeigefahren, der in eurer Nähe liegt, wo jemand ein Schild rausgestellt hat, Erdbeeren zu verkaufen, Kartoffeln zu verkaufen. Es lohnt sich tatsächlich, dort nachzufragen und zu fragen, sag mal, habt ihr nicht auch vielleicht noch mal ein bisschen Lauch oder was anderes? Da sind schon ganz tolle Sachen draus entstanden. Was es noch gibt, sind halt diese Solabis, also soziale Landwirtschaften, wo man sich für verschiedene, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manche sagen, du musst einen bestimmten Preis bezahlen jeden Monat und dann kannst du eine Kiste bekommen mit Lebensmitteln. Oder es gibt eben auch andere Sachen, die sagen, du musst am Anfang des Jahres eine gewisse Geldmenge einlegen und dann bekommst du eben dafür bestimmte Sachen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man muss einfach mit aufmerksamem Auge durch die Gegend gehen oder fahren. Vielleicht seht ihr irgendwas, was euch anspricht. Was wir zum Beispiel jetzt machen, nochmal zum Thema Weihnachten. Viele, da fällt ja wahnsinnig viel Verpackungsmüll an, weil eben alles schön eingepackt wird und dann wird es aufgerissen und wird alles weggeschmissen. Was ich empfehlen kann, sind halt diese wiederverwendbaren Geschenketüten. Bei uns in der Familie zum Beispiel kreisen die schon richtig rum. Man sagt, ach, die Tüte habe ich ja vor 5 Jahren mal der Oma geschenkt, jetzt kommt sie wieder zurück. Und man packt die Sachen dort einfach ein und dann kann man die, beziehungsweise legt sie einfach rein und gibt sie dann weiter. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um eine ganze Menge Müll zu sparen. Der nächste Punkt ist nochmal Kleidung und Konsumgüter. Also wie gesagt, ein bewusster Konsum ist tatsächlich wichtig. Also überlegt euch, brauche ich die Sachen wirklich? Ist es nicht vielleicht möglich, das gebraucht zu bekommen? Oder kann ich es vielleicht eventuell ausleihen? Wir haben zum Beispiel mittlerweile das so, dass tatsächlich eine Bohrmaschine in 5 verschiedenen Familien immer kreist. Also die bleibt einfach bei der Person, die sie zuletzt gebraucht hat. Und wenn man sie braucht, dann sagt man bei der Person Bescheid, hey, du, ich bräuchte die Bohrmaschine mal wieder, kannst du mir die mal wieder zurückgeben? Und dann benutzt man die wieder und gibt es weiter. Genauso mit einem Steckschlüsselsatz oder sonst irgendwelchen Sachen. Also das funktioniert relativ gut, solche Sachen einfach auszuleihen und dann weiterzugeben und da so einen kleinen Kreis zu bilden. Was beim Kaufen von Dingen, also gerade wenn es um Kleidung geht, das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also wie gesagt,
möglichst gebraucht kaufen wäre am besten. Ansonsten, wenn ihr was Neues kauft, würde ich halt immer mir überlegen, bin ich 200% davon überzeugt oder nicht? Also will ich das unbedingt haben oder nicht? Passt es mir wirklich 100% oder ist da so ein kleines Aber? Wenn ein kleines Aber ist, sein lassen. Es gibt da Untersuchungen zum Glücksgefühl beim Kaufen und das ist halt nur ein kurzfristiges Glücksgefühl, was ich da erzeuge. Und im Endeffekt geht es darum, vielleicht eher was Immaterielles zu machen. Was man noch machen kann, um nicht gleich immer alle möglichen Sachen zu kaufen, wenn man seine Karte zückt, ist halt bar zu zahlen. Das bringt auch nochmal einen ganzen Punkt, weil die Hemmschwelle größer ist, Sachen einzukaufen, wenn man Bargeld ausgibt, tatsächlich. Da gibt es auch Studien zu. Was ich noch empfehlen kann, ist für sich selber so einen sogenannten Kauf-Nix-Tag zu machen. Also wirklich zu sagen, so okay, da kaufe ich jetzt nichts. Ich werde es einfach knallhart durchziehen und das hilft halt ganz viel weiter. Also wir haben mittlerweile nur noch Kauftage und keine Kauf-Nix-Tage mehr und kaufen einfach nur noch 2 bis 3 Mal im Jahr wirklich gezielt Dinge ein, die wir vorher auf eine Wunschliste geschrieben haben. Also es ist auch sinnvoll, tatsächlich sich für Konsumgüter oder so eine Wunschliste zu schreiben und sich genau aufzuschreiben, was will ich wirklich haben, was brauche ich wirklich, was ist wirklich notwendig und dann zu gucken, dass man das eben entweder gebraucht oder ausgeliehen bekommt und es dann oder ob es wirklich gekauft werden muss. Dann, was auch noch ein Thema ist, ist die Fahrten, also wenn ich irgendwo hinfahren muss. Ich weiß, dass Menschen, die auf dem Land wohnen, meistens keine Option haben, außer das Auto zu benutzen, weil einfach die Fahrzeiten der Busse unmöglich sind etc. pp. Ich kenne das. Was ich empfehlen kann nach Pandemiezeiten, ist eben Fahrgemeinschaften zu bilden, also wirklich zu gucken, so fährt denn jetzt der gleiche Mensch, das ist ein Kollege von mir, ich weiß, dass der im Nachbardorf wohnt, können wir uns nicht abwechseln und man nimmt ihn dann mit oder die Person nimmt einen mit. Das wäre zum Beispiel noch die Überlegung. Ansonsten ÖPNV oder Fahrrad. Das ist natürlich ganz klar. ÖPNV, ich weiß, die meisten von euch werden sagen, in Pandemiezeiten setze ich da keinen Fuß rein, kann ich verstehen. Mache ich auch möglichst selten oder ich suche mir Zeiten aus, in denen ich weiß, dass möglichst wenig Menschen unterwegs sind. Trotzdem würde ich das empfehlen, nochmal im Hinterkopf zu behalten, sich halt zu überlegen, muss ich jetzt unbedingt zum Supermarkt, der um die Ecke ist oder so, mit dem Auto hinfahren oder kann ich das nicht vielleicht auch mit dem Fahrrad machen? Ja, dann nochmal zu einem ganz anderen Thema und zwar reinigen, putzen und pflegen. Ich muss ja in der Wohnung auch putzen oder ich muss auch meine Kleidung waschen. Das ist zum Beispiel auch nochmal eine Geschichte, die etwas schwieriger ist. Ich habe bei den Waschmitteln relativ viel ausprobiert und festgestellt, dass dieser ganze Kram, den einen die Industrie da so verkaufen möchte, echt gar nicht notwendig ist. Also ich wasche zum Beispiel die 40 Grad bunte Wäsche mit Seifenkrautwaschmittel, was ich im 5-Liter-Kanister kaufen kann. Und ansonsten wasche ich einfach mit Efeublättern. Die werden kleingeschnitten, in ein Säckchen gepackt und einfach mitgewaschen. Das funktioniert hervorragend, macht die Wäsche super sauber und ist überhaupt kein Thema. Ich hatte auch öfter mal was gelesen von Kastanienwaschmittel, aber das ist ehrlich gesagt mir zu aufwendig herzustellen und du musst es relativ schnell verbrauchen. Also davon würde ich eher abraten. Und Efeublätter kriegst du immer und überall, auch im Winter. Dann beim Putzen ist es so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also es gibt auf der einen Seite, habe ich Soda in Wasser aufgelöst und in Sprayflasche gepackt und versucht damit klarzukommen. Das funktioniert so semi, bin ich so ganz hundertprozentig überzeugt davon. Wir haben einfach im Unverpacktladen ein Konzentrat dann gekauft und das immer wieder verdünnt. Das funktioniert relativ gut. Ansonsten für die Toilette, die ja echt ein neuralgischer Punkt ist, wo ganz viele sagen, nee, da brauche ich einen scharfen Reiniger, sonst wird es nicht sauber, kann ich empfehlen, den Urinstein kriegt man sehr, sehr leicht mit Zitronensäurepulver weg. Das ist wirklich super easy, total einfach zu bekommen, auch unverpackt zu bekommen und ist sehr wirkungsvoll. Was wir sonst gemacht haben, ist halt Essigessenz einfach verdünnt und damit dann geputzt, teilweise dann Orangenschalen mit rein, damit es ein bisschen netter riecht und so weiter. Genau. In der Küche zum Beispiel bin ich dann eine ganze Weile dazu übergegangen, dass ich Kartoffelschalen zum Putzen von Edelstahl benutze, weil da ist Stärke drin und das macht die Edelstahlspüle super sauber und tatsächlich hält die viel länger sauber als bei all diesen ganzen anderen komischen Reinigern, die es da so gibt. Das ist sehr erstaunlich, aber auch interessant.
So, dann bin ich im Prinzip schon mit den einfachen Dingen am Ende. Ich wollte nochmal sagen, dass diese Ansätze, die ich halt benutze, die würde ich halt jedem nochmal ans Herz legen. Also ganz groß vermeiden, als nächsten Schritt reduzieren und dann der Schritt wiederverwerten, also leihen, Kreisläufe schaffen, Sharing etc. Reparieren, sprich in Repair-Cafés gehen oder selber reparieren. Recyceln, eher kleiner, weil alles, was ich recyceln muss, ist immer schwierig, weil das momentan problematisch ist, Dinge zu recyceln. Ihr wisst ja selber, dass viele von unserem Müll einfach verbrannt wird und nicht recycelt wird. Also deswegen immer der Haupttopic ist vermeiden. Und kompostieren ist natürlich nett, aber für viele in der Stadt zum Beispiel aufgrund von Ungezieferbefall nicht möglich. Und da musste man sich halt dann auch nochmal überlegen, ob man sich vielleicht so ein kleines Bokashi oder sowas anschafft. Aber das ist auch schon wieder etwas advanced. Und für die advanceden Dinge kann ich euch sagen, dass ich am 29.12. hier auch auf dem Stream irgendwo dann um 15 Uhr, bitte guckt nochmal bei der Seabase nach, nochmal einen kleinen Workshop mache, wo ihr ganz viele Fragen stellen könnt und euch austauschen könnt über einen Big Blue Button Channel auf jeden Fall. Fragen könnt ihr gerne auch über mein Profil nochmal reinpacken oder eben über unseren Telegram-Channel. Was ich noch sagen wollte, ganz abschließend ist, das Ganze ist ein Prozess und kein Wettbewerb. Also es geht jetzt nicht darum, loszugehen und irgendwie sofort alles zu machen, sondern es ist halt, es geht darum, Schritt für Schritt einen gewissen Konsumverzicht zu leisten. Es geht darum, wirklich auch auf unsere Bequemlichkeit tatsächlich ein Stück für Stück zu verzichten. Das ist halt der Punkt. Aber es ist einfach so, fangt einfach an, probiert's aus und guckt, was für euch passt und was für euch nicht passt. That's it. Vielen Dank euch. Ich weiß nicht, ob jetzt noch Fragen kommen. Ich glaube nicht. Okay. Ja. Zum einen gibt es ja aus Indien. Man hört dich nicht, warte. Kann man mich jetzt hören? Ja, ja, super. Jetzt hört man dich. Also zumindest zwei Sachen habe ich noch, die du nicht erwähnt hast. Das ja. ist, ich kenne das aus Indien, die Waschnüsse. Ja. Die sollen wohl auch sehr gut sein und werden dort eingesetzt. Wäre auch ein biologischer Ersatz für Waschmittel. Ja. Zumindest, wenn die Verschmutzungen nicht so groß sind. Und zum anderen, ich habe eine ganze Zeit lang, mir fällt der Name nicht ein, in Indien wird es auch genutzt zum Zähne sauber machen, nämlich das ist so eine Art Holz, auf dem man rumkaut. Ja, das ist das Mieswak. Und das wirkt wirklich sehr gut und macht die Zähne vor allen Dingen schön weiß. Also vielleicht für die Schönheitsfanatiker unter euch, das ist wirklich mal give it a try. Ja? Also ich kann nur sagen zu den Waschnüssen, das Problem ist, dass die Waschnüsse aus Indien kommen. Und dort den Leuten, also im Prinzip haben die dort angefangen, das Zeug zu exportieren. Und da sie es exportieren, haben sie es selber nicht mehr zur Verfügung. Und dafür benutzen sie dann eben diesen ganzen Waschmittelmüll, der bei uns produziert wird, in Plastik etc. mit vielen Tensiden und verschmutzen dort ihre Umwelt. Deswegen habe ich das bewusst nicht erwähnt. Also Waschnüsse ist keine Alternative in meinen Augen. Einfach aufgrund dessen, dass es den Menschen dort weggenommen wird im Prinzip. Mit dem Mieswak, das habe ich auch vorhin schon erwähnt. Wie gesagt, das ist cool, aber hat den Nachteil für Menschen, die kleine Münder haben, dass man die halt schwer benutzen kann, weil der nicht gebogen ist. Also das ist halt, Mieswak ist halt wirklich zum Draufkauen. Ich habe auch schon mit Grashalm beim Campen meine Zähne sauber gemacht, geht auch. Also, aber da bin ich noch nicht so ganz durch, was es da noch so für Möglichkeiten gibt. Vielleicht habt ihr noch was, dann kann man ja nochmal gucken. Genau. Ja, vielen Dank.